Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73. Ja, ich bin wieder da. Aber dazu später. Ich habe sehr viele Fertigprojekte. Keins mehr auf der Nadel seit gerade eben. Ich wollte das unbedingt noch fertig haben. Also Fertigprojekte, kein Stash-Zuwachs, eine Bestellung, die ich bestellt habe und die ich euch auch zeigen möchte. Dazu habe ich auch eins noch nicht mal ausgepackt. Fangen wir mal an. Was ihr schon sehr lange kennt. Was ist hier hin? Also die Wolle, die ich zum Schluss gestrickt habe, waren. Die habe ich doppelt genommen. Es sollte damals mal ein Schal werden. Für mein Kind. Ich habe mich irgendwie verrechnet. Keine Ahnung. Und dann so, das sieht doof aus. Habe ich dann so gelassen. Habe es dann wortwörtlich von der restlichen Wolle, die ich hatte, von da aus angefangen zu verstricken. Bis halt eigentlich hier. Dann hatte ich noch den Weiß und das Blau-Weiß. Ja, also, das ist der Rest der Pullover für meine Oma in der Größe ML. Ich hatte den schon bis zum Bauchnabel gehabt. Da war ich fast fertig. Also, ich hatte den schon bis zum Bauchnabel. Also, der Bauchnabel ist hier bei mir. Und ich hatte schon blau schon hier angefangen. Ja. Aber Storytime. Ich habe den anprobiert und der war mega groß. Also nicht gerade so oversize, wie man halt denkt, sondern mega oversize. Also musste ich den nochmal auftrennen. Das heißt, ich musste erstens meine Ärmel hier auftrennen, weil ich den wortwörtlich schon damals, wo ich den anprobiert habe, dachte ich so, ach komm, ich müsste eigentlich noch ein paar Meter stricken. Ich hätte den genau nach der Abnahme, also die paar Runden, die ich gedacht habe, hätte ich genau da abnehmen können. Deswegen musste ich die Ärmel komplett auftrennen, den Körper nochmal auftrennen und konnte dann hier weiter oben, weil die Ärmel bei mir ja, also daher. Dann habe ich dann, wie gesagt, das Helllila, hatte ich noch einen Rest gehabt und den habe ich dann wortwörtlich aufgetrennt. Also ich habe erstmal die Ärmel gemacht, also den Körper bis dahin gestrickt und dann die Ärmel aufgeteilt und den Rest halt habe ich dann auch noch aufgeteilt auf die Ärmel. Dann habe ich das mit einem Dunkellila weitergemacht, also als erstes hier die Ärmel Dunkellila, genauso wie hier den Ärmel Dunkellila. Dann habe ich den Körper weiter mit Dunkellila gemacht und den Rest mit Hellblau. Also das Dreier-Gemischblau. Weil, wie gesagt, das ist ein dicker Pullover. Ich hatte den doppelt genommen. Also hier habe ich, beim Helllila waren es zweifädig, weil der schon dick war. Hier habe ich vierfädig, weil die Wolle etwas wirklich dünner war. Das war ja damals in dem Poncho gewesen. Und hier habe ich ja vierfädig genommen, dass ich auf dieser Stelke wieder komme. Ich habe ein paar Runden gestrickt, ich so angefühlt. Ja, also kein Unterschied.
Deswegen habe ich hier meinen Maschenmarkierer hingesetzt, weil regulär wäre hier irgendwo. Ich glaube genau beim Lila. Ja, daher habe ich den jetzt hier weiter hochgesetzt, dass er jetzt eine neue Marke zeigt. Genau, wo die Ärmel abgetrennt sind. Das ist eine zwischen M und L. Die Wolle, die zweite, also hell-lila. Hell-lila müsste von Woolworth sein und das dunkel-lila war von Woodies. Ist, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten gekauft worden. Bestimmt seit über 3 Jahren hier jetzt. Ja. Wie gesagt, ist jetzt fertig geworden. Dann fangen wir weiter an. Dann habe ich, achso, die habe ich mit 5,0 gestrickt und mit an den Ärmel habe ich 4,0 gestrickt, da ich keine größeren Nadeln hatte. So, dann fangen wir mal an. Dann habe ich noch eine Kindermütze gestrickt, weil meine Oma meinte so, von meinem Onkel, die Freundin, ja, die hätte gerne für jemand das Kind. Also von ihrem Familienkreis hat jemand ein Kind. Also, okay. Naja, welche Farbe dann? Blau wäre cool, gut, also einfarbig. Also, okay, gut. Dann habe ich gemeint, okay, gut, werde ich nach Wolle gucken. Und wenn es wirklich nötig ist, werde ich dann Wolle kaufen nochmal. Ja, Stash hatte ich ja noch blau und es soll noch eine Bombe rein. Also, das ist die Mütze. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Irgendwas mit Kick, glaube ich. Werde ich hier unten schreiben. Hier muss noch eine kleine süße Bombe rein, weil sie möchte es unbedingt, dass da eine Bombe rein müsste. Ich habe, weil ich das mein Kind anprobiert hat, weil er hat fast das gleiche Kopfgröße und so. Und ich nehme das ja dicker, habe es ja zweifädig genommen. Und ich so anprobiert, also wenn ich jetzt mal die Mütze anprobiere. Also hier seht ihr mein Ohr und das auf beiden Seiten. Aber ich kann den auch, weil es ja schön dehnen tut, das bis runterziehen. Also ich habe bis mein Ohrläppchen. Ja. Werde ich aber noch waschen. Also eigentlich werde ich alles noch waschen demnächst. Oder heute noch. Ich habe heute noch sehr viel Zeit. Ja, das ist wie gesagt von Lisa Premium Uni von Gründe. Ich habe mit 3,0 das gestrickt, einmal in Nadelspiel und im Rundseil. Ich habe versucht nochmal eine Mütze, die war mir aber zu groß. Habe ich so aus dem Kopf gemacht und da habe ich eine Anleitung rausgesucht. Und das ist der Rest und daraus wird noch eine Bombe existieren. Ja. Dann fangen wir mal mit Sockenparade an. So.
Also, das sind die Socken und zwar heißt es Mega-Muster. Wie gesagt, aus diesem Heft werde ich euch jetzt am meisten gerade erzählen. Das ist das Heft Sneaker-Socken stricken, wo ich ja gesagt habe, ich werde jetzt das alles aufschreiben und also aufschreiben und schön machen, weil das ja mit Wasser beschädigt worden ist. Und ja, also, da ging mir das Lila aus, da habe ich ja gesagt, dass ich in dieser Schuhgröße war und das ist das Muster. Und so sieht die Socke aus. Ich habe gar kein Bild, ich durfte nur ein paar Runden stricken, dann musste ich das Muster anfangen und hier in Rippenmuster stricken. Ich glaube 1, 2, 2 oder 2 verschränkte rechte Maschen und eine linke. Ja, fand ich voll cool. Hat auch voll Spaß gemacht, war auch schnell wieder im Dings drinne, also war ein bisschen traurig, dass es so schnell wieder ab zu Ende war. Mit 2,0 alle Socken gestrickt und ist eine 38. Dann habe ich Highlight in Pink und in Rosa. Diesen Highlight habe ich wirklich gemacht. Wie gesagt, alles aus Resten verwendet, die ich jetzt euch auch zeigen tue. Also, der Highlight in Pink ist bei mir rot. Es war nervig. Ich hatte dann erstmal kein Socken-Mojo mehr, was mich einfach nur noch angenervt hat. Ja, also wie ihr seht, ist es latschig. Durch das kurze Bündchen, ich dürfte nur noch ein paar Runden stricken, also das ist wie gesagt das Bündchen, durfte ich wirklich nur ein paar Runden stricken und dann direkt die Ferse anfangen. Deswegen sieht das bei mir bei einer Schuhgröße 38 so aus, dass die wirklich nur noch auf diesem halben Ding ist. Ja. Also wie gesagt, ich finde das echt zu locker. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ist eine 38, wie gesagt. Das ist die handgefärbte Wolle von mir gewesen, die jetzt alle ist. Oh, nein, doch nicht. Also, das ist das Rest. Und das ist der Rest. Das ist eine, auch von Gründel, eine Wolle. Also vom Lila habe ich noch einen Rest davon, aber erzähle ich euch später. Ja, also ich finde es sehr schön. Ich habe 2 verschiedene Tonen einmal verwendet. Einmal das Graus und einmal mit einem Brotenrand, also schönen Rand. Mensch. Einmal, dass man halt, wie beim Stricken eigentlich, wenn man eine Strickjacke oder so strickt oder ein Tuch, Schal, was auch immer. Und hier habe ich einfach dieses Graupen rechts gestrickt. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Ja. Ist auch eine 38. Dann rustikaler Stil. Ist ein sehr hübsches Muster. Kleiner Schad. Hat auch kein Bündchen und durch das Muster raubt sich das hier um. Also, wie gesagt, hat auch ein Lochmuster, so sieht das aus.
hat hier so eine schöne Sache. So. Ist auch eine 8,30, auch eine Bumerang-Ferse. Also. So könnt ihr ungefähr das erkennen, das wunderschöne Muster. Wie gesagt, das hier. Und das ist der Rest und ist auch eine 38. Bitte. Achso. Ich habe noch ein Muster vergessen. Weiter vorne. Und zwar Fantastische Fiktion. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe. Deswegen habe ich die vergessen. Jetzt muss ich mal wieder zurückblättern, wo ich eigentlich vorhin zeigen würde. Ist für meine Mutti. Ist eine Schuhgröße 38. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Das habe ich gestrickt, wo ich mit den Socken die 47 fertig war. Ja. Hat auch nur ein paar Bündchen rein und dann auch trägt das Muster und dann eine Bumerangferse. Dazu habe ich den Rest noch. Dann zeige ich euch Dann habe ich die überraschende Flechtung. Das seht ihr auch schon jetzt. Stand hier erstmal ein Fragezeichen. Ist eine Kindersocke. Also. Man kennt es, wie gesagt, auf dem Foto, wieder auf dem Foto, wieder hier. Ich finde, es ist fertig. Das müsste nur noch vernäht werden. Aber die Socken werde ich dann nochmal stricken. Keine Sorge. ja, wie gesagt. Ich habe hier drei Knäule drin. Drei Farben. Einmal mein Mitternacht. Das Bündchen und die Spitze habe ich davon gestrickt. Nee, nur die Spitze, nur das Bündchen. Da habe ich den Rest verwendet, das habe ich nicht mehr. Und dann habe ich nochmal das Blaue, das ist ein Rest, habe ich noch so viel, habe ich daraus das andere gestrickt. Das, was ich jetzt vorhin fertig gemacht habe, das habe ich gestern angefangen, habe ich das Bündchen gestrickt. Ein Rest, das ich auch nicht kenne. Und also wieder das gleiche Bündchen. Und die Spitze auch davon gestrickt. Ist ein Rest von hier noch. Und das ist das Rest. Kann ich da wegschmeißen? Ja, beide Schuhgrößen, beide Socken sind die Schuhgröße 27 für mein Kind. Da kommen noch mehr. Ja. Dann habe ich was gestrickt. Also eigentlich, wie gesagt, ein Geschenk. Einmal habe ich schwarze Socken. Die habe ich auch verbraucht, komplett. Und das Lila, was ich euch vorhin kurz gezeigt habe, das war, wie gesagt, 50 Gramm gewesen. Das habe ich als erstes gestrickt. Später
habe ich dann, wie gesagt, die Socken zu Ende gestrickt. Und deswegen ist das ein Rest von den Socken und von den anderen Socken. Von GB Sprint. Und die anderen sind von, habe ich bei Edeka gekauft. Oder bei Markkauf. Ja, ist eine 43. Und das andere ist die Wolle habe ich bei Action geholt. Und wenn ihr Cotton Bamboo Garn einmal 50% Cotton, 50% Bambu-Viskose, 50 Gramm auf 120 Meter, Nadelstärke 5 regulär. Ja, also. Ich zeig euch. Tada! Ich habe die Eche reingehäkelt. Also eigentlich nur noch den Rest war wirklich nur noch den Mantel zu machen. Da habe ich jetzt wie nennt man das jetzt? Ein ganzes Stäbchen kennengelernt. So. Hab hier noch einen Knopf rangemacht, dass es halt nicht so rumflattert, weil es nicht ganz fest war. Und den Mund rangezaubert. Die letzten Tage habe ich auch wirklich die Ärmel und die Beine gemacht und der Rest war ja dann schon fertig. Der Körper, Öhrchen, alles. Nur halt die Arme und der Mantel. Ja. Und das ist ein Rest vom Körper, Ärmel, Körper, Beine, Arme und die Ohren mit dem Kopf. Und das ist der Rest vom Mantel. Es hat sich scheiße gehäkelt. Einfach nur. Wenn man das nicht richtig gehäkelt hat, kamen immer solche Viecher raus. Musste ich wieder zurück. Das war am meisten hier auch am Arm. Es hat mich einfach nur noch angenervt. Wahrscheinlich deswegen lag es so längere Zeit. Und wie gesagt, mit viel Watte gefüllt. Mit 2,0 gehäkelt. Ja. Dann habe ich vor kurzem die Tinlet Socks von David Crochet einen Teststrick gestrickt. Ist eine Schuhgröße 38, also 39,40. Also ein wunderschönes Bündchen. Konnte man selber entscheiden, wie lang. Habe es halt so lang verwendet. Dann ein Perlmuster und dann fing das Muster an. Und hier ging halt das andere weiter, dass man halt immer noch schön ist. Also so sieht es von der Seite aus. Hier fing das Muster an. Und hier noch den Rest davon. Dann hat man zwei Möglichkeiten, als was man als stricken konnte als Ferse. Dann hat man das weitere Muster geführt. Es war auch sehr einfach und leicht. Und dann habe ich die Spitze gemacht. Ja. Ich müsste eigentlich noch wiegen. Habe ich voll vergessen. Mache ich dann noch und werde es noch einreichen. Seit gestern kann man die Anleitung jetzt kaufen, dass man schon Bescheid weiß.
der Wilko steht. Ich werde es auf noch verlinken. Bei ja, Account bei Reveille. Ja. Das war es jetzt eigentlich wortwörtlich für Fertigprojekte innerhalb von einer knapp halben Stunde. Ja, dann ich sage euch jetzt doch, was ich geplant habe. Das Heft ist ja fast fertig. Das muss ich noch weiter, will ich noch weiter stricken. Dann habe ich noch vor. Ich habe schon sortiert. Das, der kommt wieder hier rein und der kommt hier rein. Also diese vier Farben, blau, dunkelblau, das ich vorhin gezeigt habe, das grüne, meine Nebelnacht und das grüne. Die vier Knäule wären noch normale Socken für mein Kind. Und die ein paar Socken. Und die ein paar Socken, die wären dickerchen, also doppelt gehalten als Socken dann. Auch für mein Kind. Dann muss ich noch ein paar, eine Mütze noch stricken. Die wären aus dieser Wolle. Und zwar ist es von Wulbert die Socke. Versalis Smaragd. Frag mich manchmal, warum man das sowas klebt auf einer Wolle. Ja, wie gesagt, das ist doch voll und das hier wurde schon mal benutzt. Ja. Daraus werden nochmal ein paar, eine Mütze mit einer Bommel. Dann ist ja immer noch mein Vortrag, dass ich meine Reste noch weiter verstricken will. Mein jetziger Stand an Reste. Sieht sehr gut aus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Knäuel habe ich jetzt noch hier drin. Also hier oben habe ich noch zwei Knäuel, die man nicht sieht. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist sogar der Rest vom Dings, von den Kindersocken gerade. Habe ich das mit der Hand aufgewickelt? Ich gar nicht. Okay, wie gesagt, 13 Paar Wolle habe ich noch. Ich habe eigentlich noch in einer Kiste, also nicht in dieser, sondern aus so einer Metallkiste, habe ich noch auch noch ein paar Sockenwolle mit Resten. Deswegen habe ich die ja auch. Zum Beispiel habe ich nur 50 Gramm gehabt. Oder das Blau rausgefunden. Daher dachte ich so, ja, passt eigentlich für mein Kind. Ja, dann habe ich. Ja. Dann habe ich noch vor. Deshalb habe ich auch die Strickjacke mitunter an. Also, ich mag meine Strickjacke. Ja, ich mag die. Problem. Erstens das hier. Mir gefällt das nicht mehr. Das heißt, ich werde die dann auftrennen an die Ärmel und werde hier Abnahme machen. Das mache ich auf beiden Seiten. Wie gesagt, wenn ich stricke, dann kann ich das nicht machen, weil jedes Mal die Socken da reinrutschen, also die Sockennadeln und nein, nein, mag ich nicht mehr, nein. Ich finde auch gerade meine andere Jacke nicht mehr, meine graue. Ja, daher. Dann kommen wir mal
zum Einkaufen. Ich habe wirklich nur an Wolle, die hier gekauft und verhäkelt. Deswegen ist das für mich kein Stresszuwachs, weil ich das gebraucht habe, für ein Projekt zu häkeln. So, fangen wir mal an. Bevor ich bestellt habe, habe ich bei TD gekauft. Habe Häkelnadeln gekauft. Ich habe Häkelnadeln verwendet, wortwörtlich. Einmal die 5,0 und die 4. Genau, 4,0 und die 4,5er habe ich verwendet. Fand ich okay. Habe ich ja nicht, musste ich ja wie gesagt wegen Pullover und so und weil ich ja häkeln will. Und die geht von 2,5 bis 6. Dann habe ich, zeige ich mal, was die ganze Zeit hier auf dem Tisch liegt. Ich habe bei Temu bestellt einmal, dass man halt Häkelnadeln oder so reinstecken kann. In verschiedenen Größen. Also ich habe jetzt wirklich gerade hier die 2,0. 2, müsste auch 2,0 sein. 2,5 und eine 4,5 drin. Ja. Ist sehr praktisch, wenn man kurz mal ablegen will oder kurz mal nicht braucht. Dann habe ich da ist noch was drin, dann muss ich erstmal vorher rausnehmen. Also in dieser Z gehört auch diese Häkelnadel dazu, die 2,0. Einmal haben wir zwei Fächer. In diesem einen Fach existiert einmal die ganz großen Häkelnadeln. Dann habe ich in den Fach daneben eine Schere, Zopfnadeln, wo man das auch zum Häkeln braucht, keine Ahnung. Arme still legen. Kann ich verstehen. Eine andere Zopfnadel. Wolle aufwickeln. Garntrenner. Fernnähnadeln aus Plastik. Wie gesagt, das ist alles hier in dieser Tasche. Dann in der anderen Tasche. Also ich sag mal, ich habe die jetzt schon öfters auf und zu gemacht. Die sind sehr gut. Dann habe ich hier meine anderen Häkelnadeln, die kleineren Größen. Also es existieren noch kleinere als 2,0, 0,5 bis 2,75. Das heißt, von 3 an bis zur anderen Größe ist das auf der anderen Seite. Da habe ich solche Fächer noch. Also hier habe ich noch ein Fach, hier habe ich noch ein Fach. Und in den drei Fächern. Also im ersten Fach. Büroklammern. Im Bund. Maschenmarkierer in Rund. Maschenmarkierer in Herzform, die sehen sehr gut aus. Und Vernähnadeln in Metall. Dann nochmal irgendwie Maschenmarkierer, die wir alle kennen.
Und Maschmarkiere auch aus Metall. Zwei Reihenzähler. Fahnen und Dingsterbumster. Ja, das ist alles aus dieser wunderschönen Tasche. Man hat einen Henkel. Finde ich sehr gut. Dann habe ich. Was ich mit euch zusammen auspacke. Also, ich habe hier so eine wunderschöne Box. In dieser Box, die ist jetzt leer. Okay, ich zeige euch jetzt mal ein paar. Ich habe mir Pokés Keeper geholt. In Kugelformat. Und da drinnen, entweder sind die aus Glas, das weiß ich gerade nicht. Da drinnen sind ganz kleine süße Sterne. Also wenn ich die, ich werde die nachher fotografieren und werde die euch besser zeigen. Also ich habe von jeder Farbe habe ich zwei. Ich habe hellgrün, ich habe das dunkelgrün. So, könnt ihr das bitte? Also, ich habe dunkelgrün, hellgrün, weiß, gelb, braun, bronze, könnte man das bezeichnen. Rosa, lila, hell, also einmal dunkellila, einmal helllila und ich habe Koralle als Farbe. Also ich habe ja, von jeder Sorte zwei. Okay. Wenn ich aber noch so hier. Und dann habe ich noch andere Pokés Keeper noch geholt. Die hatte ich noch in der Tasche mit drin, die waren aber getrennt. Deswegen habe ich Knitting Queen. Drei Stück. Dreimal Garn. Dreimal Wolle aufwickeln. Dreimal eine Schere. Und dreimal Wolle mit einer Stricknadel und entweder ist es eine Stricknadel oder eine Nähmaschinengarnnadel. Ja. Finde ich voll cool, habe ich da auch geholt. So als ein bisschen Ablenkung mitunter. Ja, dann habe ich noch es knistert.
Holzschablone. Und zwar habe ich noch nicht zusammengebaut. Also, ich habe hier Nummern dran. Also einmal habe ich, soll eine 1 sein. Was denn? Also die ich jetzt gerade habe, die dürfte eigentlich nicht falsch sein. Weil dann kann ich euch das besser zeigen. Gerade egal. Ich weiß, wo gerade mein Fehler liegt. Ich habe die eine Nummer verwechselt. Also, ich habe hier, ich kann hier den Wolkner reinmachen. Genau. Und kann daraus ziehen, ohne dass er rausfällt. Sehr praktisch. Also man braucht den einfach nur einfädeln durch den Kringelten. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante. Ich weiß noch nicht, warum hier die Kreise existieren. Vielleicht, dass man auch die Knäuel mitunter reinmachen kann, die man bei Colorwork oder so verwendet. Könnte möglich sein. Die Variante. Müsst ihr einfach vorstellen, hier. Hier sind Löcher. Da kann man, man klebt der auf. Und man kann vernünftig einmal 2, 2,5, 3, 3,5, 4 und 5. Einmal die Sockennadeln hier reinstecken. Eine Schere oder Stifte, was auch immer, kann man hier so schön reinräumen ohne Probleme. Dann habe ich einmal die Häkelnadeln, die Größen. Deswegen wusste ich einmal, welche Größe die eine existiert.
Warum ich hier Löcher habe, das weiß ich auch noch nicht. Und dann habe ich hier einmal. Einmal habe ich, wo ich messen kann. Also einmal eine Maschenprobe kann ich hier reinmachen. Ich habe die Stricknadeln als als Größen, die ich machen kann. Und bestimmt kann ich hier rausziehen und messen. Ja, also ich habe es eigentlich nur geholt. Variante 1. Knäuel reinlegen. Und das machen. Variante 2. Ist, dass ich hier die Häkelnadelgrößen habe. Und ich konnte eigentlich noch laut meiner Information meine Stricknadeln, wenn ich das nicht verwendet habe, die dann einklemmen. Ja. Fand ich cool. Dann habe ich mir 3 Projekttaschen geholt, also eigentlich Waschtaschen. Es hat ein Fach hier drin, das habe ich noch nicht verwendet, aber ich habe jetzt schon die Waschtaschen sehr oft benutzt. Also die lag alles, was mit der Bestellung war, hier drin. Außer halt, wie gesagt, meine Stricknadel. Also es passt wirklich. Das Brett, was ich verwendet habe, mit der Tüte, meine Häkelnadel, meine Focus Keeper, wie gesagt, das Brett. Also Focus Keeper. Meine Halterung kriege ich alles so. Ich habe auch, wie gesagt, das ist auch eine Waschtasche. Da habe ich, wie gesagt, alle Socken drin gerade, die ich für den Kleinen verwenden tue. Und in dieser Waschtasche war die Wolle mit drinne und die Mütze. Also ich könnte auch ich sag mal, wenn ich mein kleines Heft nehme, könnte ich es so reinlegen. Da vorne Wolle reinlegen oder dahinter Wolle reinlegen ohne Probleme und würde das sogar zukriegen. Also sehr viele kleine Projekte, sehr viele Socken würde ich da reinkriegen. Ich würde sehr viel, oder ein Stirnband oder angefangener Pullover mit einem kleinen Knäuel, das alles würde ich da reinkriegen. Ja. Das war jetzt mein gekauftes. Hab noch mehr gekauft, auch für die Wohnung. Deswegen habe ich dann gesagt, dann kaufe ich halt was noch für mich. Weil ich ja, wie gesagt, sehr fleißig war. Wir haben Ende des Monats, also fast Ende des Jahres. Ich habe in diesem Jahr gerade mal 3 Knäuel gekauft, die ich aber gleich verwendet habe, ja. Ich habe weiße Wolle Sockenwolle gekauft, habe daraus sehr die Hausschuhe und Söckchen rausgestrickt. Hätte ich das eher gewusst und hätte ich mir das Stash richtig angeguckt, dann hätte ich auch weiße Wolle. Wusste ich in dem Moment nicht. Ich dachte, ich habe doch keine weiße Wolle. Aber ich habe die gleich verwendet. Ich habe auch gleich die hier verwendet. Und daher dachte ich mir so, ich habe ja auch nie. Ich habe noch mal grün gekauft. Das war ja Wolle Nummer 4. Habe ich auch gleich verwendet. Ich habe alles, was ich wirklich immer gekauft habe, direkt immer verwendet.
Und dadurch dachte ich mir so, jetzt muss ich mir irgendwas gönnen dafür. Und habe mir dafür entschieden, ich kaufe mir das und das bei Temu. Ja. Weil ich wollte, wie gesagt, Maschenmarkierer haben. Also ich wollte nicht mal mehr die Maschenmarkierer, die ich ja immer verwende, wie zum Beispiel das an dem Pullover. Sondern dachte mir so an Kügelchen. Die werde ich wahrscheinlich am meisten verwenden. Für Großprojekte. Ja. Achso, ich habe noch eine Idee. Planung. Und zwar werde ich noch Kinderpullover stricken. Für mein Kind. Er braucht noch ein paar Pulloverchen für die selbst gemacht sind. Ich hätte an Flexseite gedacht oder ähnliches. Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, das ist der Plan der Pläne. Und ja, nach längerer Zeit, über einen Monat jetzt keins. Ja, hat verschiedene Gründe. Erstens, ich war ja vor kurzem ja krank gewesen. Ich war dann nochmal krank gewesen. Das gleiche Syndrom wie davor. Und dann, nachdem ich ja wieder gesund geschrieben war, meinte er so, meine Haut, ich müsste mal, also das habe ich jetzt schon seit 3 Wochen gehabt. Also wäre ich jetzt nicht gegangen, hätte ich jetzt 4 Wochen. Ich hatte. Also ich muss noch Antibiotika nehmen, bin aber wieder arbeiten. Und noch eine Salbe. War auch beim Hautarzt gewesen. Also Dienstag war ich, also Montag bin ich da hingegangen, bin eigentlich nur absprechen. Nicht, dass ich krankgeschrieben werde. Und habe nur einen Überweisungsschein gekriegt, weil sie keine Ahnung hatte für den Hautarzt, weil ich ja keinen habe. Und da bin ich dann Dienstag dahin gegangen und der hat mir eine Salbe Antibiotika geschrieben, meinte so, naja, ob ich irgendwie Allergien habe. Wie fast jeder Mensch hat ja Pollen. Ich reagiere ja, wie gesagt, auf frühblühende Bäume und auf Katzen- und Hundeallergie. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das habe. Keine Ahnung. Aber ich reagiere darauf. Auf Hunde und Katzen. Weiß eben noch nicht warum oder wo. Wie gesagt, mein Attest, diese Probe, die man hier hat, war genauso dick wie mein Phrypnium-Bäume und hat so sehr gejuckt. Und die Katzen und Hunde, ich musste ja länger warten als gedacht, also die gewisse Zeit, plus wahrscheinlich nochmal 15 Minuten drauf, 15, 15 Minuten, 15, keine Ahnung, musste ja noch länger warten. Mein Kontrollpunkt war ja noch extrem und die Zweie, die waren nicht so wirklich extrem, also man hat ein bisschen was gesehen, aber nicht viel. Und da ist für mich eigentlich, ich habe keine Allergie. Aber okay, so ihnen das erzählt. Und dadurch das bekommen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich überall, es hat weh, es hat überall gejuckt. Ich hatte hier an der Nase was gehabt, ich hatte hier im Stirn, ich hatte hier kurz mal was gehabt und hier extrem. Und alles, was mir eigentlich auf der Arbeit passiert ist, ich habe an Pappe. Ich hab Pappe gezogen und auf einmal habe ich mir eine Pappe geschnitten. Man kennt das eigentlich an Papier, ich an Pappe immer. Ich habe mir am Apfelschäler geschnitten. Ich habe mir irgendwie woanders wehgetan. Meine Hand hat gejuckt und wehgetan. Ja, Sachen wie Mückenstiche oder ich habe mich auch da geschnitten. Kennt fast jede Frau. Weiß ja nicht, wer alles anguckt. Und dadurch tat es mir auch weh und hat gejuckt. Ja, jetzt ist es schon wieder viel besser. Und deswegen traue ich mich auch wieder vor der Kamera. Ich wollte euch das nicht
erstens, ich mochte das nicht auf der Arbeit. Ich konnte auch keine Schminke oder irgendwas anderes. Ich bin immer gepunktet zum Kindergarten gefahren, dann zur Arbeit und habe mir immer so schön das eingeschmiert dann. Und nee. Jetzt, wie gesagt, hilft das schon viel, viel besser. Ja. Daher kam auch länger kein Video mehr. Und daher freue ich mich auch wieder, mit euch zu sprechen und alles. Und ich hoffe, das geht auch nicht mehr zurück. Ich hoffe, es bleibt so. Ja. Daher, ich räume jetzt meinen Krempel jetzt auf. Wenn es jetzt soweit ist, warte ich jetzt auf mein Paket, mein ganz großes, das zwischen demnächst kommt, vor der Arbeit noch. Und vor der Arbeit habe ich noch ein bisschen zu tun. Und in der Zeit kann ich auch, wenn das ist auch schon mit eingeplant, dass ich das Video schneiden tue und für euch am Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dass es für euch da ist. Eingeplant ist auch, dass ich Revelli, die alle Sachen einpflege, mal. Ja. Ich habe noch sehr viel vor heute. Das ist wirklich am Sonntag, wenn ihr das seht, alles schön eingepflegt ist. Ja. Und vielleicht werde ich auch noch die Zeit heute noch nehmen. Bommel und diese anderen zwei Socken fertig zu nähen. Genäht habe ich auch vor kurzem. Ich habe aber nur die Sachen vernäht, die kaputt waren. Wir haben eine Jacke gekauft vor 4 Monaten. Also im Herbst, Frühjahr, Sommer rum. Weil bei uns alles, was reduziert war, hat bei uns hier um die Ecke Kick zugemacht. Und alles, was reduziert war, wussten wir, wie gesagt, immer noch nicht. Hat dann woanders der Kick alles reduziert hat, weil Kick und Rossmann wechseln das Geschäft einfach nur. Und da hatten die das alles da gehabt und gewechselt, also alles, was reduziert war. Und wir. Da habe ich eine Winterjacke und eine Herbstjacke und die Herbstjacke war am Ärmel kaputt. Innen drin. Wo wir Kastanien gesammelt haben. 1,6. Ich glaube, ich habe auch ein Foto davon. Dann kann ich euch das auch fotografieren. Ich habe noch einen Beutel mit Kastanien hier. So ist er nicht. Da haben wir gebastelt. Ja. Dann habe ich, wie gesagt, 2 Hosen genäht. Einmal am Knie und einmal im Bereich Schritt, wie auch immer das kaputt ging. Und das andere habe ich am Bündchen ganz gemacht, weil man das schon das Gummi gesehen hat. Habe ich da oben ganz gemacht. Das Einzige, was ich noch nähen will, ist noch... die Kissenbezüge habe ich ja, aber die Höhlen gehen langsam kaputt, dass ich nochmal eine neue Höhle knie, weil das ja einfach nur leichtes Vlies ist. Und bevor die Füllwatte komplett verschwindet, will ich vorher wieder einnähen, ein bisschen mehr Füllwatte wieder reinmachen und dann die Kissen wieder benutzen. Also die Kissen. Ich hole jetzt eins. Die. Ich habe ja davon noch ein Pferd. Aber ich vermisse das Kissen zu verwenden. Ja. Aber sonst ist jetzt eigentlich gerade gar nichts gemacht worden. Ja. War ein langes, langes Video heute mal. Mit so vielen Projekten. Gut, daher sage ich jetzt Tschüss und bis nächstes Mal. Und